Mein steirisches Reissandwich ist die perfekte Möglichkeit, den übrig gebliebenen Reis vom Vortag geschmackig neu zu verarbeiten. Hi, ich bin die Julia und die Steirerkraft Rezepte-Rockerin 2023. Und ich begleite euch übers Jahr mit meinem Motto Zero Waste und möchte euch zeigen, wie man Lebensmittelverschwendung in der alltäglichen Küche reduziert oder die vielleicht sogar ganz vermeiden kann. Ich glaube, es kennt wirklich jeder, wenn man mal wieder zu viel Reis gekocht hat am Vortag. Und mit unserem steirischen Reissandwich verbrauchen wir den einfach, machen leckere Varianten draus, süß und pikant. Und jetzt gehen wir es auch schon an. Zum aufgewärmten Reis kommt ein Esslöffel steirischer Apfelessig, ein Esslöffel Zucker und eine Prise Salz dazu. Mit grob gehackten Kürbiskernen wird das Ganze verfeinert und zum Schluss nur mehr verrührt. Durchs Aufwärmen wird der Reis ein bisschen klebriger, aber das ist perfekt für Sandwich, weil je klebriger der Reis, desto besser hält das Sandwich beim Braten zusammen. Der vermengte Reis kommt jetzt in Auflaufform und das Ganze wird ordentlich flach gedrückt, schön gleichmäßig, damit wir schöne Sandwiches rauskriegen. Und jetzt wird der Reis für eine Stunde eingefroren. Wir nutzen die Zeit und kümmern uns jetzt um den Geschmack vom Sandwich. Zuerst bereiten wir die vegane Kernöl-Mayo vor und danach kümmern wir uns um den Belag vom Sandwich. Die Basis der veganen Kernöl-Mayo bildet das Einkochwasser der Käferbohne, das sogenannte Aquafaba. Dieses ist äußerst proteinreich und ist zuständig für die Festigkeit der Mayo. Deswegen einmal gut schütteln im Vorfeld, damit sich die Proteine im Wasser gleichmäßig verteilen. Das Aquafaba jetzt in einem hohen Gefäß mit Senf und Apfelessig vermischen und mindestens eine Minute mit dem Stabmixer pürieren, damit es eine einheitliche Masse ergibt. Sonnenblumenöl und das Kürbiskernöl vermischen. Und jetzt ist es wichtig für die Cremigkeit der Mayo, dass man das Öl tröpfchenweise unter ständigem Pürieren ins Aquafaba einmixt. Bis die richtige Konsistenz erreicht ist, kann es durchaus ein paar Minuten dauern. Zum Schluss mit Salz und Zucker abschmecken und die grob gehackten Kürbiskerne unterrühren. Wenn du die Mayo nicht gleich verbrauchen kannst, einfach ab damit in den Kühlschrank und für andere Gerichte oder als Dip verwenden. Das bekannte Sandwich könnt ihr füllen mit dem, was ihr gerade daheim habt, was Saison hat oder natürlich einfach mit dem, was euch schmeckt. Und jetzt werden die geschnittenen Reissandwiches im heißen Öl in der Pfanne links rechts scharf angebraten. Der Boden der Reissandwiches wird mit der veganen Kernöl-Mayo bestrichen und nach Belieben gefüllt. Und für die Naschkatzen gibt es das Ganze auch noch in einer süßen Variante. Schnell, lecker, regional, so einfach geht Zero Waste. Mahlzeit! Die Käferbohnen habe ich natürlich nicht vergessen. Mit denen machen wir einen knusprigen Snack. Das Rezept dazu findet ihr auf steirerkraft.com.